Gestern das Interview. Professor Drosten spricht davon, dass die Corona-Pandemie jetzt eigentlich zu Ende sei, wir einen Übergang in eine endemische Lage sehen. Was heißt das für uns gesellschaftlich und was muss aus Sicht der FDP daraus jetzt die Konsequenz sein? Natürlich ist Corona nicht vorbei. Corona gibt es weiterhin, aber wir lernen damit normal umzugehen, wie mit anderen Erkrankungen auch. Und das ist die Konsequenz, die wir ziehen müssen. Der Übergang von der Pandemie in die Endemie bedeutet, dass wir von diesen strengen kollektiven gesetzlichen Vorsichtsmaßnahmen weggehen und jeder für sich selber entscheiden muss, wie er sich am besten vor Ansteckung schützen möchte. Jetzt gerade noch der Punkt, wir sehen natürlich gerade eine Grippewelle, ist total im Gange. Das IWF in Kiel befürchtet irgendwie 40 Milliarden Schaden in den nächsten Monaten. Gerade angesichts der anderen galoppierenden Krankheiten, bräuchte es nicht aus dem Grund schon vielleicht auch Gesundheitsmaßnahmen zum Eindämmen von Infektionskrankheiten gerade? Infektionskrankheiten gab es immer, gibt es und wird es immer geben. Wir sind es als westliche Gesellschaft gewohnt, dass damit persönlich jeder für sich umgehen muss, sich entscheiden muss, wie er sich selber schützen möchte. Und das sollte weiterhin die Maßgabe, nicht nur bei uns sein. Okay, das heißt noch einmal runtergebrochen, jetzt sollten eigentlich bundesweit alle Corona-Maßnahmen fallen. Ist das die Überzeugung? Noch steht im Infektionsschutzgesetz, dass bestimmte Maßnahmen gesetzlich vorgeschrieben sind. Maskenpflichten für Kliniken, Arztpraxen oder für Pflegeheime oder für den öffentlichen Fernverkehr der Bahn. Aber es ist eigentlich an der Zeit, jetzt auch diese Maßnahmen schnellstmöglich aufzuheben.